Ja, zur Not mit müssen euren wir halt. Schwertern werden wir unser Dorf verteidigen. Bitte nehmt diese Fuhre Eisen als Geschenk an. Solltet ihr mehr benötigen, machen wir euch einen guten Preis. Oh, sie schicken uns Eisen. Siedler von Mondstein, eure Steuern sind fällig. Es wird Zeit, dass ihr mich für meinen selbstlosen Schutz bezahlt. Siedler von Mondstein, eure Steuern sind fällig. Es wird Zeit, dass ihr mich für meinen selbstlosen Schutz bezahlt. Wir müssen dem Dorf Mondstein helfen, die Soldaten des Barons zurückzuschlagen. Wir müssen dem Dorf Mondstein helfen, die Soldaten des Barons zurückzuschlagen. Ich würde den Siedlern gern helfen, doch diese Söldner sind teuer. Für angemessene Bezahlung werden sie doch kämpfen, als ginge es um ihre eigene Heimat. Ja, ich kann Söldner anheuern, ich kann es aber auch selber lösen. Ich habe dafür 5 Minuten Zeit, mich vorzubereiten. Also ich würde sagen, wir lösen es selber. Söldner brauchen wir nicht unbedingt. Einen Trupp können wir noch Schwertkämpfer anheuern. So. Und dann heißt es Mondsteins Lagerhaus beschützen. Da kommt das Eisen von Mondstein, was wir auch unbedingt brauchen werden. Um mehr Waffen zu produzieren. Na gut, wir könnten auch theoretisch wirklich das Geld ausgeben. Ein Karren wurde ausgesandt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das schon mal gemacht habe, als ich damals gespielt habe. Gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt. Ob wir hier ein bisschen Verstärkung dann durch sie kriegen. Pack. Ein Karren ist angekommen. Knüppelträger. Er bringt Güter von weit her. Ja, das ist auch direkt ins Lagerhaus liefern. Getreidebauer hat kein Kornfeld. Doch, hat er. Jetzt musst du das Getreide wieder reinkommen. Also ja, man merkt, Käse ist beliebt. So, da kommt das Geld in das Söldnerlager. Ah, ihr habt das Gold. Das wird meine Männer überzeugen, den Dorfbewohnern zu helfen. Den nächsten Angriff schlagen wir zurück. Ja. Echt, ob sie auch irgendwann mal Eisen hier holen werden. Also da der Karren da steht, der Karren kann nicht entfernt werden. Kann ich auch keine Feste mehr geben. Ja, ich frage mich gerade ernsthaft, warum das ein Händlerkarren ist und kein Marktkarren.
So, verkaufen wir mal ein paar Tierkörper an Janusberg. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja, hier könnte ich vielleicht eine Mauer machen. Nicht zu machen. Nö. Aber hier wird der Feind eh nicht durchkommen, weil da das Söldnerlager im Weg wäre. Ein Steinbruch ist erschöpft. Ja, da müssen wir warten, bis sie jetzt hier das restliche Stein ausliefern. Und da werden wir die in Rente schicken. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ja, ich warte aber erst, bis die beiden ihren Stein ausgeliefert haben. So, ich könnte halt jetzt jederzeit in Janusberg oder woanders Stein kaufen. Dass ich mich dann auch verteidige. Also Verteidigung produziere. Ja, und über den Fluss kann ich nicht bauen. Dieses Mal haben wir die Pläne des Barons durchkreuzt. Diesmal hat er das arme Dorf nicht plündern können. Wir wollen eine Palisade um unser Dorf errichten, um uns gegen die Schergen von Randalfingen zu schützen. Doch dafür brauchen wir Holz, viel Holz. Bitte helft uns, damit wir die Palisade schnell bauen können. Dafür schicke ich euch jetzt Holz. Siedler von Mondstein, eure Steuern sind fällig. Es wird Zeit, dass ihr mich für meinen selbstlosen Schutz bezahlt. Ja, und dem Trieb bezahlen. Ein Karren wurde ausgesandt. Siedler von Mondstein, eure Steuern sind fällig. Es wird Zeit, dass ihr mich für meinen selbstlosen Schutz bezahlt. Ja, die einzigen, die halt jetzt eine Palisade haben, zurzeit ist Janusberg. Und ja, der Baron von Radalfing, der schert sich nicht großartig um Janusberg. Der knechtet lieber die kleinen Dörfer, die er knechten kann. Danke für das Holz. Nun können wir mit dem Bau der Palisade beginnen. Hoffentlich wird das diese Halunken aufhalten. Ja, und da kommt auch das Gold an. Und sie fangen mit dem Bau einer Palisade an. Wir könnten theoretisch auch Palisaden bauen.
Leider lassen sich die sich nicht so leicht verteidigen und können mit Fackeln abgefackelt werden. Danke für eure Hilfe. Durch eure Zahlung haben wir wertvolle Zeit gewonnen. Nun können wir uns Gedanken über wirkungsvolle Gegenmaßnahmen machen. Mhm, und so machen wir den doofen Baron nicht gleich auf uns aufmerksam, während hier eine Palisade hochgezogen wird. Ja, ich kann den Karren nicht wegmachen. Ich glaube, das ist ein Bug, den es damals schon gab und den ich vergessen hatte. Der leider halt nie gefixt wurde. Gut, wir postieren uns mal hier. Oh, Wölfe. Alles klar. Schade eigentlich. Doch wenn ihr mich nicht bezahlen könnt, muss ich mich nach einem anderen Auftraggeber umsehen. Viel Erfolg gegen die Schergen des Barons. Ja. Kestval ist geldgierig bis zum geht nicht mehr. Deswegen ist die Überraschung auch meine am wenigsten gemochte Ritterin. Und der einzige Ritter, den wir niemals in eine Mission schicken werden. Das kann ich schon mal vorausnehmen. Ah, die Palisade nimmt aber schon eine schöne Form an. Ich finde, das ist auch so ein schönes kleines Detail von Siedler 6, wie ein Dorf einfach mal so eine Palisade um sich herum errichtet, um sich besser schützen zu können. Gut, das hilft hauptsächlich gegen Räuber und ähnliches. Aber nicht unbedingt gegen eine Armee von einem Baron. Also ja, theoretisch wären wir jetzt nicht der Siedlerfreundliche hier. Dann könnten wir mit unserer kleinen Armee locker dieses Dorf niederbrennen. Wir müssten halt dann ständig am Außenposten Fackeln nachholen. Ja. Stärke der Soldaten ist abhängig vom Ruf der Stadt. Im Augenblick 3 Sterne, weil unsere Stadt so einen mittelmäßigen Ruf hat. Durch den hohen Sold ist er sogar besser. Und ja, den Sold können wir uns gerade mehr als leisten auch. Auch durch Handel und alles. Dieses Mal haben wir die Pläne des Barons durchkreuzt. Diesmal hat er das arme Dorf nicht plündern können. Nein. Was mischt ihr euch ein, Ritter? Ihr habt diesen Bauern geholfen, eine Palisade zu bauen. Für diese Frechheit werdet ihr bezahlen. Soldaten, bereit machen zum Angriff. Wir müssen diese Stadt beschützen. Ja, unsere Stadt.